Hallo zusammen und willkommen zu einer gepflegten Runde Dead by Daylight. Ich selbst bin der werte Herr da rechts am Rand im Leo. Der Grund, warum ich ein Medkit dabei habe, den seht ihr hier. Ich muss Sunny-Kästen aufbrauchen. Drei Stück habe ich schon, drei Stück fehlen noch. Insgesamt müssen es sechs sein. Der Timer läuft, die Partie beginnt jetzt gleich. Mal schauen, wie es läuft. Ihr seht, zweimal Crossplay habe ich eingeschaltet. Hier habt ihr zwei Konsolenspieler, ein PC-Spieler noch mit mir. Okay, nichts Besonderes. An Opfergaben. Ja, mal schauen, welche Karte, welcher Killer. Wahrscheinlich hört man, dass ich schon ein bisschen abgekämpft bin. Ist schon relativ spät. Naja, relativ. Aber ich bin auch schon ein bisschen auf den Beinen heute. Okay, Cold Wind Farm gefällt mir schon mal gut. Wir sind alle beieinander. Wenn wir jetzt schlau sind, dann machen wir jetzt hier den Gen Rush. Hey, kommt der Killer, okay. Ist der Todesbote. Er hat nicht mich genommen. Das heißt, wir rennen jetzt einfach ganz frech zurück. Und machen eine Gen weiter. Gen Nummer 1 ist im Sack. Dann werde ich jetzt versuchen, mit ihr zusammen zu bleiben. Um zusammen den nächsten Gen zu machen. Okay. Sie rennt da zum Toten, aber hier ist doch auch schon einer dran. Ja. Okay, ich glaube, der kommt, ne? Kriegen wir auch noch hin. Etwas Pech findet er mich jetzt. Okay, ich gehe mal mit hier heilen. Und er rennt, doch er bleibt bei uns, sehr gut. Komm ran an den Speck. Wobei, da werden wir nicht weit kommen, der ist zu nah. Okay, der sieht mich. Okay, Killer ist hinter mir. Oder auch nicht. Hab mich schon verloren. Sehr cool. Okay, der verfolgt den nächsten. Also wieder ran an den Speck hier.
Keiner muss drin gelassen. Tatsache. Ja, okay, der ist leer. Das bringt nichts. Dann behalte ich lieber meinen Sandkasten, weil das habe ich im Folianten ausgewählt. Das ist eine Aufgabe, die ich abschließen muss. 3 Kästen aufbrauchen. Wobei ich bisher noch nicht so viel gebraucht habe. Ne? Problem bislang in der Runde ist, dass ich quasi nur Gens gemacht habe. Hat ganz kurz im Killer-Radius gewesen, ganz kurz erfolgt worden, aber das bringt alles keine Punkte, muss ich sagen. Sondern hier abhängen, das bringt Punkte. Vor allem muss man ja auch aus verschiedenen... Oh, ich befürchte, ja. Ah ne, der weiß nicht genau, wo ich bin. Der hat auch Barbecue. Und der campt jetzt hier rum. Der rote Koffer ist ein bisschen verräterisch, ne? Facecamp da jetzt. Okay, der hat BT gehabt, habe ich auch. Da ist noch ein Gen. Weil, wie man gesehen hat, waren wir gerade so ziemlich alle, glaube ich, am Haken unterwegs. Das ist halt immer ein bisschen doof, weil dann keiner Druck aufbaut auf den Killer. Weil keiner Gens macht. Der Gen ist jetzt so weit und ich weiß nicht, ob die anderen wieder nur mit Hakenrettung zugange sind und der Killer wieder am Facecampen ist. Deswegen ziehe ich den jetzt durch, ansonsten macht keiner was. Den schon mal auf 99. Ja, ich glaube, der facecampt den da vorne wahrscheinlich. Deswegen kommt der hier nicht vorbei. Deswegen rettet den keiner vom Haken, weil es einfach nicht geht. Hier blöd im Ausgang stehen und teabaggen oder sich am besten noch mal da rausfischen lassen mit der Harpune ist auch doof. Das ist immer ein bisschen schade, wenn man dann die Leute nicht retten kann, aber
ist immer so die Frage. Und Facecamper baut ja auch ein bisschen darauf, ne? Der will erstens den Kill durchs Facecampen und zweitens baut er darauf, dass vielleicht noch einer kommt, der den retten will und den snackt er dann auch noch weg. Okay, die Plus 1 haben wir sogar geschafft. Keine Ahnung wie, aber okay. Killer meint, good game. Ach ne, ist gar nicht der Killer. Okay. Ist der andere PC-Spieler, okay. Ja, Barbecue und Chili hat er natürlich gehabt, klar. Nöt hätte er auch gehabt. Naja. Ich fand's jetzt so mittelmäßig durch diese Facecamperei. Aber gut, die Plus 1 haben wir wie gesagt erreicht hier. Im Rangfortschritt. Dafür haben wir diesen Pipper gekriegt. Sehr ordentlich. Okay, in Ungebrochen und Lichtgestalt haben wir hier die Bestnote erreicht. Hier so, geht so. Alles klar. Ja, war eine kurze, knackige Folge. Wir sind rausgekommen. Wir haben den Pipper erreicht. Insofern für mich nicht schlecht gelaufen. Ich sage Dankeschön und bis zur nächsten Runde.